Wertschätzung der Kunden ist ein gutes Stichwort. Denn nur Betriebe, die ihre Kunden wertschätzen, sind in der neuesten Ausgabe von Basel geht aus aufgeführt. Es ist bereits die 10. Ausgabe. 100 Restaurants aus dem Dreiländereck sind getestet und bewertet worden. Der Ratgeber kann ab sofort auch online bezogen werden. Ein weiterer Buchtipp in eigener Sache. Das Best of Book präsentiert über 200 angesagte Restaurants, Bars und spannende Gastrokonzepte aus der ganzen Schweiz. Aufgegliedert in verschiedene Kategorien. Die diesjährigen Gewinner von der einzelnen Kategorien und der Master Best of Swiss Gastro 2016 sind selbstverständlich auch aufgeführt. Der Auguste Escoffier ist wohl einer der bedeutendsten Köche aller Zeiten. Sein Guide Culinaire anno 1903 ist die Erfindung der modernen Kochkunst, sagt man. Und dass die Kochkunst erhalten bleibt und sich weiterentwickelt, für das sorgen Le Disciple d'Escoffier, ein Verbund der weltweit besten Köche. Die Disciple d'Escoffier Swiss treffen sich in St. Gallen. Das ist Garantie für ganz große Kochkunst. Am Herd stehen heute aber nicht die Großmeister selbst. Heute wird das Jeune Talent gesucht. 8 Jungköchinnen und Köche stehen im Finale. Ein Sieg kann die Weichen für eine ganz große Karriere stellen. Als Patin des Wettbewerbs fungiert Meta Hildebrand. Sie schlägt die Generationsbrücke zwischen den Disciple und den Jeune Talent. Braucht es das in der Schweiz? Ich glaube, wir haben zwar ganz viele Wettbewerbe, die recht unwichtig sind, aber Tradition geht immer mehr verloren und darum ist dieser Wettbewerb etwas ganz Besonderes, weil wir nämlich die Tradition am Leben lassen, vor allem mit dem Namen Escoffier. Präsentiert werden die Disciple d'Escoffier Suisse von Pierre-Alain Favre. Gemeinsam steht man für die Wahrung großer Kochkunst ein. Tradition, die Innovation aber nicht ausschließt. Also sogar der Escoffier, hast gesagt, das wäre die Innovation, wäre sehr wichtig. Er ist für die Innovation gewesen. Der hast vom großen Blatt, großen Bankett auf Teller die Sache bringt. Der hast die Weiterbildung gemacht und er hat schon Innovation gemacht. Und ich glaube, alle Küchenchefs heute, die sind innovativ, die sie macht, Plat revisité, sind auf der Basis von Escoffier. Und doch treten die angehenden Spitzenköche als Jeune Talent bei Escoffier in wahrlich große Fußstapfen. Die Ansprüche im Wettbewerb sind hart. Alors, j'ai participé déjà parce que j'aime bien faire les concours et le challenge pour le concours. Ich nehme teil, weil ich die Herausforderung des Wettbewerbs gerne habe. Und es ist fast das Gleiche wie später die Lehrabschlussprüfung. Das ist einfach ein gutes Training. C'est un test pour le test. Genau. Alors, les concours sur le Solche Wettbewerbe zeigen im Lebenslauf, dass das Interesse am Beruf überdurchschnittlich groß ist. Und man lernt viele große Namen der Kochwelt kennen. Wer hier einen guten Rang belegt, der hat größere Chancen, später in einem Spitzenrestaurant arbeiten zu können. Und das ist genau das, was ich später einmal will. Ja, man macht sich einen Namen. Je nicht man ist dabei, je nachdem, wie man gewinnt, hat man halt gewonnen. Aber selbst unter den besten 8 jetzt zu sein, man macht sich einen Namen. Jetzt ist man bekannt halt bei den anderen Betrieben. Und je nachdem in Zukunft kann sich das auch helfen, wenn du eine Lehrstelle, Betrieb suchst. Dann sieht er, du hast da mitgemacht und dann ist das zum Vorteil. Die Aufgabe, die auf sie wartet, hat es in sich. Ein Schweizer Freilandpulli, serviert mit einer warmen Sauce nebenbei. Dazu 3 warme Garnituren. Erste auf Basis von Knollensellerie, zweite aus Kartoffeln oder Hülsenfrüchten, dritte frei wählbar. In 3,5 Stunden muss für 8 Personen angerichtet sein. Ja, sicher, aber wenn man sich gut vorbereitet, dann geht das eigentlich tiptop. Oder? Nur üben, dann geht das. Ja. Die illustre Jury hat aber nur einen Sieger bestimmen dürfen. Oder besser gesagt, eine Siegerin. Camille Vanini aus Genf. Jetzt geht es mir viel besser. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich gewonnen habe.
Jetzt wird Camille Vanini die Schweiz beim internationalen Finale vertreten. Mit dem Sieg hat sie sich bereits einige Sprossen der Karriereleiter nach oben gekocht. Ich möchte in einem guten Haus kochen, mit einem guten Chef. Ich will vor allem noch viel lernen und irgendwann später dann vielleicht selber Chefköchin eines guten Restaurants sein. Der Kochberuf ist hart. Wer in diesem Schweizer Finale kochen darf, der kann was und hat im Gegensatz zu seinen Gleichaltrigen wohl viel Freizeit für seine Berufung geopfert. Alors, ma passion, c'est de faire plaisir aux gens, c'est de découvrir de nouvelles choses, puisque la cuisine, c'est vraiment, on peut vraiment. Meine Leidenschaft ist es, den Gästen Freude zu bereiten und viel Neues auszuprobieren. Die Küche ist frei. Es gibt eigentlich keine Regeln. Und das ist die Schönheit meines Berufs. So viel ist möglich und immer kann ich damit Menschen begeistern. C'est vraiment ça qui me tient à cœur, quoi. C'est faire plaisir aux gens. Einfach aus einfachen Dingen eigentlich etwas Grosses zaubern und das dann so schön anrichten, das ist, das kann halt nur Köche.